So. Meine Damen und Herren, schön für diese kleinen Nebengeräusche, weil ich jetzt das Mikrofon von der Webcam nutze und nicht das integrierte Mikrofon von dem PS5-Headset, weil das zu leise ist. Da hatte ich ja im Monat 9, im Blog, das war September, hat einer geschrieben, dass ich zu leise wäre. Im Oktober habe ich das ein bisschen anders versucht, hat sich aber nicht gebessert. Jetzt nehme ich das Mikrofon der Webcam. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen lauter und sind aber so kleine Nebengeräusche. Ich hoffe, das kann ich nachher ein bisschen rausfiltern. Aber so sollte ich jetzt ein bisschen lauter sein. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den monatlichen PlayStation-Spielen für den November 2022. Und da geht ihr auf die... entweder über die PlayStation-App. Also hier im Handy. Über eurem PlayStation Store bezüglich der Konsole PS4, PS5 oder so wie ich es euch hier jedes Mal zeige, über die Webseite. Da habt ihr hier ganz normal, geht auf PlayStation.com oder auf PlayStation.de, das ist euch überlassen. Dann seht ihr hier unten schon PlayStation Plus, monatliche Spiele für November. Klickt einfach auf mehr erfahren drauf und dann scrollt ihr einfach praktisch so weit runter, bis ihr zu der Übersicht kommt, monatliche Spiele, Online, Multiplayer und mehr, PlayStation Plus Essential, dass ihr die Übersicht habt mit monatlichen Spiele, exklusive Inhalte, Online-Player, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher oder SharePlay. Da klickt ihr auf diesen Monat neu unter dem Punkt monatliche Spiele. Bei euch kann es vielleicht sein, dass ihr da schon die neuen Spiele habt. Geht die direkt über die Handy-App, kann ich euch mal kurz zeigen. Hier haben wir die Handy-App. Habt ihr unten das Symbol PlayStation Store-Symbol und habt ihr oben das Symbol für PlayStation Plus. Da klickt ihr einmal rauf. Wenn ihr es über das Handy macht, natürlich brauche ich jetzt hier mit Laden, weil da wollte ich. Genau, jetzt ist er hier schon. Ah, komm. Und dann scrollt ihr ein bisschen runter und da seht ihr schon die drei neuen Spiele schon hier unten drinne. Also über die PlayStation App stehen sie schon drinne. Nur auf der Homepage stehen sie nicht drinne. Deswegen PlayStation App nutzen, wenn ihr schnell machen wollt. Sonst müsst ihr euch die manuell raussuchen, also wollt euch nicht, falls hier noch die vom letzten Monat stehen, ich denke mal, es wird 17 Uhr oder 18 Uhr, wird das vielleicht hier umgestellt. Ich weiß aber nicht warum. Auf jeden Fall haben wir die Spiele Neo 2, die ja, PlayStation Plus, steht doch schon hinter. Gibt es mehrere Versionen. Einmal Neo 2, PS4-Version für 40 Euro, dann gibt es aber Neo 2 Master, PS4, PS5 Version für 60 Euro oder die Collection bestehen aus Neo 1 und 2 die Remastered Version für 80 oder dann halt hier Neo 2 PlayStation Plus enthalten natürlich die PS4 und die PS5 Version. Da steht leider jetzt kein Preis mit drin, deswegen kann ich jetzt da keinen Preis nennen, also ich denke mal 40, 50 Euro, ich denke mal eher so genau 50 Euro vielleicht für die hier unten. Also, na, halten wir mal die 50 Euro fest. Auf jeden Fall packen wir die zu unserer PlayStation Store Liste hinzu. Dann haben wir Lego Harry Potter Collection, da steht ein Preis, das sind 40 Euro. Nehmen wir die 50 Euro von vorhin, sind wir 50, sind wir bei 90 Euro. Fügen wir hinzu, das ist dann auch die nur die PS4-Version. Sagen wir aber 90 Euro. Und dann kommen wir zu dem letzten, ist auch wieder PS4, PS5-Spiel für, da sagen wir jetzt mal 20 Euro. Dann wären wir bei 110 Euro für diesen Monat, circa, weil ich den Preis für Neo nicht weiß. Und zwar zu Heavenly Bodies PS4, PS5-Version. Fügen wir auch zu. Das heißt, wir sind ungefähr jetzt bei 110 Euro. Wenn wir jetzt die 50 Euro aus dem ersten Ding nehmen, Minimum bei 100 Euro in etwa. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, dass das Angebot bis
Okay, steht es natürlich auch nicht mehr drin. Auf jeden Fall scheint er bis zum 6. Dezember. Sind sie drin? So dass wir praktisch uns in 1, 2, 3, 4, genau heute in 5 Wochen wiedersehen. Und zwar nämlich zum 6. Dezember 2022, also zum Nikolaustag. So habt ihr jetzt aber die monatlichen Spiele für November 2022. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Wir sehen uns in 5 Wochen wieder zu den PlayStation Plus Spielen im Monat denn für Dezember. Würde mich freuen über ein bisschen Feedback, ob jetzt das mit der Lautstärke jetzt passt, wenn ich das Mikrofon von der Webcam nutze. Und ja, wie gesagt, ihr habt jetzt die Spiele für November. Wir sehen uns in 5 Wochen am 6. Dezember dann wieder für die monatlichen Spiele Dezember. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den monatlichen Spielen für diesen Monat, für den November 2022.